Ich habe größte Wertschätzung für das Video, was ich jetzt mache. Und zwar zusammen hoffe ich mit Bruno Gröning. Ich kenne ihn im Tagesbewusstsein seit wenigen Jahren, vielleicht 1, 2 Jahre, ich weiß es gar nicht mal. Und nein, 2 Jahre ungefähr. Und war absolut fasziniert, weil er sich als Kanal vollkommenst zur Verfügung gestellt hat, ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen, was sein eigener Körper betrifft. Er hat sich sozusagen nicht so sehr um sich selber gekümmert. Er hatte dieses unglaubliche, tiefe Gefühl des Dienens in sich und ich spüre seit vielen Tagen, dass ich da ein Video machen darf mit ihm zusammen. So, das weiß ich jetzt noch nicht. Es ist ein Experiment, immer ein Live-Experiment. Ich habe ja früher auch andere Persönlichkeiten gechannelt. Er kommt. Okay. Und der Grund dafür ist, weil ich das Gefühl habe, dass die Heilenergie momentan sehr benötigt wird bei den Menschen. Und es geht nicht nur um die Heilenergie für den Körper, für deinen Körper, für meinen Körper, sondern es geht darum, in uns heil zu werden. Heil heißt ganz. Also das heißt, die innere Anbindung vollends zu leben. Ui, Energie läuft schon. Und noch ganz kurz, gestern habe ich das Video gemacht, 7. bis 17. Mai und mit den Lichtcodes, mit den Downloads und ich hatte heute eine sehr persönliche Botschaft, habe ich empfangen, tatsächlich durch meine Mutter, sie ist energetisch gekommen, sie lebt ja in Holland und ist schon etwas älter und ich habe auch eine positive Nachricht. Ich bin noch etwas vorsichtig und zwar seit gestern Abend nach dem Video haben meine innere Blutungen aufgehört. Ja. Und noch eine Information, was Crystal betrifft, unterdrücke ich momentan die Trauer. Habe das gemerkt heute, als mich jemand angesprochen hat, bin ich gleich, kam die Tränen und zwar, weil das ist Angel, weil ich wollte zuerst stabil sein im Körper, bevor ich mich dem widme, am Crystal widme. So, und ich zeige euch nachher, wenn ich es nicht vergesse, den Altar, den ich gebaut habe, wo ich ihn aufgebahrt habe und wo es jetzt noch ein Jahr sein wird und die Urne, die Lichtkugel kommt jetzt auch noch. Gut. Bruno Gröning. Gröning? Oh Gott, ich habe es nicht mit dem Namen, aber ihr wisst, wer er ist. Der Heiler, der x-tausenden von Menschen in den 1940er Jahren geholfen, geheilt hat, als göttlicher heilender Kanal. Solche wie ihn, bekomme ich gerade, gibt es viele auf dieser Welt, die sich als Kanal zur Verfügung stellen. Ich bin Bruno Gröning und ich spreche jetzt zu dir, um zu zeigen, wer du bist und dass du etwas Besonderes bist, wie ich auch und auch nicht, sondern dass wir alle dieser Kanal sein können, wenn du mit der Intention dich an das höchste Licht wendest und du der Kanal für das All-Eins-Sein sein möchtest, dann fließt die Allmacht, die heilende Kraft durch deine Hände, durch deine Augen, durch deine physische Präsenz, durch deine Füße in den Boden und durch deine Hände in den Körper der Menschen, der Tiere, der Pflanzen, der Welt. Ich bin hier gewesen, einmal mehr, um hier zu Dienste zu sein. Und ich werde wiederkommen, aber in vollendeter Form, in einem Körper, der dann feinstofflicher sein wird, weil die Schwingung hier immer mehr zunimmt. Es wird eine andere Dimension sein, wenn ich hier wiederkomme. Zur Zeit, als ich hier war, habe ich vieles vollbracht, durchgebracht. Und zwar das Bewusstsein, das Gottesbild. So viel Verfälschungen,
von alten Schriften waren dort und die Menschen hatten kein klares Bild mehr von der reinen Energie des Lichtes, der Quelle, woher sie herkommen. Und meine Aufgabe war es, dieses Licht ihnen zu zeigen, durch den Kanal, den ich war. Der physische Körper war nicht wichtig mehr und dies ist mir auch zum Verhängnis geworden. Aber es sollte auch so sein, weil zu lange hätte ich diese Energie nicht halten können. Zu dieser Zeit, als ich gelebt habe, war die Energie der Erde, der Dimension, in der du jetzt lebst, noch nicht so hoch wie diese hier. Und es war für mich viel anstrengender, den physischen Körper zu halten und diese höheren Energien zu transportieren und weiterzugeben. Das ist auch der Grund, warum dann mein Körper sehr schnell verschlissen ist und sich sozusagen von innen her aufgelöst hat. Zu lange hätte ich dies auch nicht mehr ausgehalten. So sehr auch die Krankheit, die ich am Schluss auch hatte oder die wenigen Jahre zuvor, die sich angebahnt haben, nicht als etwas Schlechtes, sondern es diente lediglich zur Ablösung meines physischen Körpers von meinem Job, den ich hier hatte, von meiner Aufgabe und von meiner Berufung. Nun lasse ich dich teilhaben an meine Kraft und Energie, durchströmt durch das Licht Gottes. In mich, durch mich, durch jede Pflanze, durch jede Präsenz der reinen Bewusstseins ist. Dies ist nichts Besonderes. Du bist dies auch. Werde zum reinen Teil deiner Existenz und es durchströmt dich das Licht, was dich auch heilt, auch in deinem Kopfe. Und schließe deine Augen und öffne dich innerlich für diese Energie, die die Urquelle deines eigenen Seins ist. Gottes Wort, Gottes Macht, durch diesen Mund zu dir, in dein Herz, in dein Körper sich entfacht. Heilung geschieht. Er ist jetzt wieder draußen. Das ist ein Channeling gewesen, aber die Energie habe ich noch und ich lasse es jetzt zu dir strömen. Ich habe gerade keine Worte für das, was ich gerade empfinde. Es ist viel Energie. Aber ich muss schauen, dass dieser Körper das auch halt. Denn brauche es nicht zu halten, sagen sie mir, sondern einfach öffnen. Ich muss es durchfließen lassen. Oh, okay, okay. Oh, Jesus. Wir jetzt versuchen zu halten, mit dem Kopf zu formen, die Energie zu lenken, geht das schief. Lass es einfach durch dich fließen. Fühle einfach. Ich bin wie ein Schwamm, der im Wasser schwimmt und jetzt aufgesogen wird mit dieser Energie und dann auf dich ausgepresst wird. Und Gröning ist herrlich. Diese Energie ist wahrhaft, wahrhaftig.
spüre noch das alte Bewusstsein. Das macht er extra, damit ich ihn auch als ihn identifizieren kann, weil er in den 40er Jahren gelebt hat. Er hat auch andere Wörter verwendet, aber ich habe es jetzt einfach mit meinen übersetzt. Okay, ich lasse es noch. Autsch. Oh mein, was ist das? Auch mir geschieht Heilung. Ich merke gerade die Punkte in meinem Körper, wo es mir noch mangelt. Das linke Knie, das Herz. Aua. Ach, das tut weh. Aua. Ach, mir geschieht Heilung. Durchfließen lassen. Aua. Aua. Des Menschen Schmerz, höre ich, ist in meinem Herz. Es wird durchlichtet. Das ist ein Video für dich und für mich zugleich. Au. Ah. Auch Crystal konnte mir da nicht helfen. Er konnte es nur erleichtern. Des Menschen Schmerz fließt ab nun in die Mutter Erde. So sei es. Oh Mann, das ist ein heftiges Video. Ich wusste, warum ich so viel Respekt vor diesem Video habe. Er zeigt mir nochmals, wie viele Heiler, ich kann fast nicht mehr reden, ich höre bald auf, wie viele Heiler auf dieser Welt sind. Mit Heiler ist gemeint heil in sich, angebunden an die Quelle. Das war's. Ich muss stoppen und werde jetzt ins Menschliche zurückkehren und dann noch euch den Altar zeigen. Gib mir bitte ein ehrliches Feedback, wie das jetzt ist und was das jetzt mit euch macht. Jetzt wird's kalt. Meine Intention ist es, euch zu, ist auch dir zu dienen. Die nicht dir, die nicht mir und die nicht mir, die nicht dir. Wow, okay. Ich nehme euch jetzt mit als Abschluss. Absoluter Frieden und Heilsein. Ich bekomme noch eine persönliche Info. Soll ich das teilen? Ja, wegen der anderen Heiler. Warte nochmal kurz. Als Warnung. Okay. Wenn du ein Heiler bist und Energien weitergibst, schau, dass du es immer durch dich ganz durchfließt und dass du nichts zurückhältst. Und vor allem, wenn du dass die Energie, wenn sie aufhört, dass der Rückfluss der Energie der Person oder des Wesens nicht in deinem Körper kommt, also die Schmerzen oder so, weil sonst bleibt das wieder hängen. Wie machen wir das? Ganz einfach, indem du kein Mitleid hast, nicht mal wirklich Mitgefühl, sondern du einfach als reiner Kanaldienst dient dies als Schutz, dass du nichts aufnimmst. Wenn du
mit dem anderen mitleidest, geht deine Schwingung runter und es kann sein, dass du etwas vom anderen aufnimmst. Oh, ich weiß sehr gut, wovon ich rede, ich habe das auch viel gemacht. Also das heißt, das Beste ist, wenn du also etwas weitergibst an deine Kinder, Pflanzen, Tiere, dass du einfach als Kanal es durchlaufen lässt, ohne Gedanken, ohne Worte oder dass es fließt und nicht mit, oh, ich will helfen, oh, ich habe so Mitleid, ich muss dem anderen helfen, ich möchte dem anderen etwas abnehmen, könnte ich durch den Schmerz des anderen übernehmen? Hört auf, ich habe das auch gemacht, das macht uns krank. Das macht den physischen Körper krank. Ja? Also, dienst du als Kanal, als Heiler, dann sei ein reiner Kanal. Einfach und nur das. Dann ist es nicht deine Verantwortung, was geschieht. Du versprichst auch keine Heilungen, sondern es läuft durch dich durch und tangiert dich nicht. Es läuft nichts vom anderen zurück. Ja? Und das, was durch dich durchläuft, das wäscht dich auch noch durch und reinigt und macht und heilt. So, also, ich nehme dich jetzt mit, wenn ich aufstehen kann. Oh, Jesus Christus. Wie kann ich das jetzt wieder drehen? Moment. Hi. Warte mal kurz, ich finde das dreht. Ups, Dings nicht mehr. Scheibenkleister. Warte mal kurz.